Okay. Ihr kennt das, ja? Moin Moin, liebe Freunde, mein Name ist Steve. Ein Herzlich Willkommen zu einem neuen Pokémon-Video. Heute geht es um Pokémon Strahlende Diamant, Leuchtende Perle. Wir gucken uns das nicht legendäre stärkste Pokémon an. Also das Pokémon, was am stärksten ist nach den legendären Pokémon. Das müsst ihr unbedingt wissen für Diamant und Perle, damit ihr ein richtig krass starkes Team bauen könnt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es gibt nicht nur eins, es gibt ein paar mehr. So, wir gucken uns das heute an. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall auch. Wenn ihr nichts mehr zu Pokémon verpassen wollt, allgemein oder andersrum, alles zu Pokémon, lasst doch gerne ein Abo da. Also Pokémon Legend Arceus, allgemein News, Tipps und Tricks oder sonst was. Würde mich riesig freuen und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Wir fangen an. Let's go! Ich werde euch heute sechs Pokémon vorstellen, die extrem stark sind in dieser Generation. Wie wahrscheinlich auch sogar die stärksten nicht-legendären Pokémon allgemein sind. Wir gucken uns heute hier wirklich nur die Gesamtbasispunktwerte an, also die von den Basiswertpunkten, von den Gesamtzahlen her mit am stärksten. Zwar danach hat man viele Pokémon immer sehr schnell beurteilt und auch gesagt, ey, das Pokémon ist extrem stark. Nun ist es so, natürlich kann jedes Pokémon besiegt werden. Das möchte ich auch mal ganz klar vorweg anmerken. Also nur weil es eine hohe Basis oder hohe Gesamtsumme hat, heißt es nicht, dass es das stärkste Pokémon überhaupt ist. Es hat halt eine hohe Summe. Klar, es ist halt ein bisschen besser als andere, aber jedes Pokémon kann man irgendwie gut spielen und jedes Pokémon hat Schwächen. Sogar ein Carpator kann ein Mewtwo besiegen. Und ja, das funktioniert in der richtigen Spielweise. Kommen wir nun zu Pokémon Nummer 1. Das hat bestimmt keiner auf dem Schirm von euch. Wirklich, also wahrscheinlich keiner. Überhaupt nicht. Und dieses Pokémon, was unglaublich stark ist, es ist mit der dritten Generation reingekommen. Ja, es schläft den lieben langen Tag und es ist einfach Letarking. Holy shit, dieses Pokémon ist das stärkste nicht-legendäre Pokémon bis Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, also bis Sinnoh einschließlich, muss man ganz klar sagen. Dieses Pokémon hat die höchste Basiswert-Gesamtsumme von allen Pokémon, die es gibt. Und das ist natürlich krass. So, aber wir gucken uns das nochmal an. Also nur mal jetzt als Beispiel, nur als Beispiel. Letarking kommt auf eine Gesamtsumme von 670 Basispunkten. Zum Vergleich, Dialga und Palkia, Mewtwo, nur als Beispiel, haben 680, also nur 10 Punkte weniger. Und das heißt schon was. Und das Ding ist nicht mal legendär. Das kann man einfach so in der Höhenregion direkt im Anfangsgebiet fangen, so in der dritten, vierten Route. Also, es rasiert. Aber da muss es ja wohl einen Haken geben, denkt man sich. Na klar, gibt es einen Haken. Die Fähigkeit macht das Ding natürlich schlecht. Okay. Ja, komme ich gleich nochmal zu. Aber man muss dazu sagen, Letarking ist halt auch das stärkste nicht-legendäre Normal-Pokémon, hat den höchsten Angriffswert, ist das höchste nicht-legendäre Gesamt-Pokémon. Also, es ist schon eigentlich an sich ein richtig, richtig gutes Pokémon. Natürlich, der Haken ist die Fähigkeit. Das hat natürlich die Fähigkeit Schnarchnase. Und wer nicht weiß, was Schnarchnase ist, ganz einfach und kurz und knackig, Leute. Mit der Fähigkeit, die Letarking hat, ist es so, dass man alle oder jede zweite Runde einmal schläft. Ja, ihr habt richtig gehört. Das heißt, ihr faulenzt einfach so wie das Glurak von Ash in der Liga. Yay. Der hat es verdient, glaube ich, der Bruder. Naja, kommen wir zum nächsten Platz. Und das teilen sich hier natürlich einige Pokémon. Ja, ihr habt gehört, das ist nicht nur ein Pokémon, es sind mehrere. Aber vorweg möchte ich ganz klar sagen, Leute, jetzt wird es richtig interessant. Kommen wir zum ersten Pokémon und das ist Brutalanda. Brutalanda ist das Endentwicklung von Kinfurm und man konnte es damals per Pokémon Radar in Pokémon Diamond bzw. Pokémon Platin bekommen. Ja, Spieler im Pearl gingen leider leer aus. Ja, es war also ein Exklusiv-Pokémon. Bitte beachtet das. Kommen wir nun aber erstmal zu Brutalanda zurück. In der dritten Generation wurde es eingefügt und hat eine Typenkombination von Flug und Drache. Somit hat Brutalanda eine vierfache Eisschwäche. Klingt erstmal sehr gefährlich. Bedenkt aber, es gibt maximal nur 27 Eis-Pokémon. Ausgenommen sind hier natürlich die Regionalform. Also wenn die noch in dem Remix dazukommen, dann sind es ein bisschen mehr. Aber letztlich, es gibt halt nur 27 Eis-Pokémon und wir haben halt 400 Pokémon. Also Leute, 400 Pokémon plus und wir haben nur 27 Eis-Pokémon. Das ist nicht gerade sehr viel. Brutalanda war also ein Pokémon, was immer gerne mitgenommen wurde. Ja, also mal ganz ehrlich, das lag natürlich nicht nur an der Typenkombination. Nein, das lag natürlich auch an seine Fähigkeit. Bedroher, Hochmut, was will man mehr? Wer diese Fähigkeit nicht kennt, Leute, googelt's. Ich werde die jetzt nicht nochmal drauf eingehen.
Die gesamte Basiswertsumme von Brutalanda beträgt hier an dieser Stelle ganz knackige 600. Das ist natürlich 70 Points weniger als Letarking, aber es hat immer noch genauso viel wie zum Beispiel ein Manaphy, ein Latios etc. Also es reiht sich ja mit dieser 600er Spalte sehr gut ein und gehört definitiv zu den nicht stärksten legendären Pokémon bis einschließlich Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. So, kommen wir zum nächsten Pokémon, was auch noch mit auf den Treppchen ist, und das ist Despotar. Wild, böse, frech. Das Pokémon aus der zweiten Generation hat es verdient, zum stärksten nicht-legendären Pokémon auf jeden Fall hier gemacht. Die Gesamtbasissumme beträgt hier auch wieder 600, also sehr krass. Die Typenkombination Gestein-Unlicht ist auch verdammt nice. Besonders Unlicht war sehr gern gespielt. Dann noch dazu die Fähigkeit mit Sandsturm, extrem krass. Und das Schöne ist, Leute, ihr müsst immer rechnen, ja, der Sandsturm war eine super Fähigkeit, ist ja insane gut. Man hat dadurch seine Spezialverteidigung geboostet, wenn man Despotar drin hatte. Es hatte sowieso schon relativ solide Werte. Bombe. Das nächste Pokémon, was wir uns angucken, ist hier auch noch Dragoran. Ja, ihr habt richtig gehört, der Drache aus der ersten Generation, also der einzig wahre wahrscheinlich Drache. Also, naja, okay, es ist nicht der beste Drache, aber es ist schon ein putziger Drache, ne? Aber auch der gehört zu den nicht stärksten legendären Pokémon. Hoher Angriffswert, solide Verteidigung, gute Initiative, sehr schnell unterwegs, hat auch eine Gesamtsumme von 600 Points. Heißt auch, dieses Pokémon ist verdient im Moment auch mit Brutalanda und auch Despotar in dieser Kategorie. Natürlich hat es hier die gleiche Typenkombination wie Brutalanda und hat eine vielfache Eisschwäche, aber wir wissen ja, so viele Eis-Pokémon gibt es ja nicht und man kann es sehr gut spielen. Der Vorteil bei Brutalanda oder beziehungsweise bei Dragoran gegenüber Brutalanda war einfach die Fähigkeit Multischuppe. Ja, Dragoran hat hier die Fähigkeit Multischuppe bekommen. Ob es jetzt auch in dem Remake so sein wird, dass es da spielbar sein wird mit diesen oder mit dieser Fähigkeit, das kann ich euch noch nicht genau sagen. Aber wenn es so sein sollte, werdet es ihr von mir erfahren. Kommen wir zum nächsten Pokémon, das auch mit der dritten Generation eingeführt worden ist. Und das ist Metagross. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Das kleine Stahlding, komische App, was ja, das ist auch ein nicht legendäres stärkstes Pokémon, bis einschließlich Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Das empfehle ich euch auch auf jeden Fall immer mit reinzunehmen. Typenkombination, Stahl, Psycho, sehr solider Bulk, solide Init, guter Angriff, viele Moves konnte es. Es konnte eigentlich so gut wie jeden Feuerschlag lernen, es konnte Ice Beam lernen, es konnte also alle Elementarschläge größtenteils lernen. Dann noch Kampfattacken dabei, noch eine Stahlattacke dabei, Psychoattacken. Also es war schon echt gut aufgestellt und ich empfehle es euch, Leute, zockt Metagross. Neutral Torso, Bedroher ist unwirksam dagegen, also man wird halt nicht gedroppt oder so. Mega, mega strong. Kommen wir nun zum Schluss und das darf natürlich auch nicht fehlen. Und das ist hier Knackrad. Allein wegen Cynthia und das gehört auch zu den nicht stärksten legendären Pokémon. Alle Pokémon, die ich heute euch hier vorgestellt habe, haben eine Gesamtbasiswertsumme von 600, bis auf natürlich die Karking, das hat 670 und ist einfach noch besser als die da. Ja. Und sie gehören, muss ich dazu sagen, also Dragoran, Despotar, Brutalanda, Metagross und Knackrad gehören zu den sogenannten Pseudo-legendären Pokémon. Sie werden in der Community größtenteils als Pseudo-legendäre betitelt, weil sie extrem strong sind und weil sie eine hohe Wertung haben. Meistens sind es Drachen-Pokémon. Ja, okay, Metagross hat das irgendwie halt nicht verstanden. Hey, warum bist du kein Drache geworden? Schäm dich! Aber mal ganz im Ernst, trotzdem sehr, sehr, sehr nice. Diese Pokémon sind, wie gesagt, meistens immer so die End-Pokémon im Game, die man spät fangen kann und auch irgendwelche Signature-Pokémon vom Champ oder ähnliches. Und sie haben eine sehr hohe Basiswertsumme zusammen, wenn man alles zusammenzieht. Das heißt, sehr, sehr, sehr nice. Und Fun Fact an dieser Sache, ja, größtenteils alle diese Pokémon sind anfällig gegen Eisattacken. Despotar, Brutalanda, Dragoran, Knackrad, ja okay, Metagross. Ja, führt die Reihe natürlich nun nicht fort, aber sonst ist es eigentlich so, dass meistens diese Pokémon sehr anfällig gegen Eis-Pokémon sind. Warum das so ist, warum sich Game Freak das so gedacht hat, weiß ich nun auch nicht. Aber ist schon ein witziger Funfact an dieser Sache. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hättet ihr gedacht, dass Letarking damit in Abstand definitiv Platz 1 ist? Oder hättet ihr wahrscheinlich Knackrad oben da auf dem Treppchen gesehen? Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, es sind 5 starke Pokémon, die ich euch hier vorgestellt habe. Das sind die nicht stärksten legendären Pokémon, die man im Game bekommen kann wahrscheinlich und die man auch finden kann. Ich empfehle sie euch auf jeden Fall, eins von denen im Team zu nehmen, wenn ihr rasieren wollt. Auch allein schon, wenn ihr gegen Freunde mal bettet, macht es. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dato und tschüss.